Hallo Leute, willkommen zu einem neuen deutschen Motovlog von mir. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. War ja auch klar. Das Wetter war ja auch scheiße. Aber endlich ist wieder April. Die Saison hat angefangen. Das Wetter wird wieder langsam viel besser und viel schöner. Und die ganzen Motorradfahrer sind unterwegs. Ich war gestern auch unterwegs, war auf einer langen Tour. Was heißt lang? Ja, okay. So lang war sie jetzt auch nicht, aber nach so langer Zeit, so eine Tour zu machen, war schon wieder anstrengend. Ich merke es so richtig, wie es meinem Körper gefehlt hat, dass man kein Motorrad mehr fährt. Das spürt man sofort an den Muskeln, an den Armen, an den Beinen. Macht schon viel aus. Wie gesagt, das ist jetzt mein drittes deutsches Vlog-Video. Ich weiß nicht, ob ich das weitermachen soll. Das war jetzt mein Ansatz eigentlich. Ob das überhaupt geschaut wird oder ob ich viele deutsche Zuschauer habe, das weiß ich nicht. Oder ob es überhaupt jemandem gefällt, dass ich Vlogs mache. Keine Ahnung. Deswegen stelle ich das Video mal so rein und frage einfach mal in die Runde. Wollt ihr weiterhin deutsche Motovlogs, wollt ihr weiterhin deutsche Motovlogs von mir sehen? Wenn ja, dann schreibt das bitte in den Kommentaren, damit ich Bescheid weiß. Ansonsten, ja, wenn jetzt nicht so viel Nachfrage kommt, ich werde trotzdem ab und zu ein paar deutsche Videos machen. So ist es jetzt nicht. Ich werde trotzdem ein paar machen. Aber wie gesagt, wenn halt die Nachfrage größer ist oder sehr groß ist, dann mache ich sie halt in kürzeren Zeitabständen mehrmals. Also dann mache ich mehr Videos, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ihr wisst ja ungefähr, wo ich herkomme. Das ist so, sagen wir mal, jeder von euch kennt Frankfurt. Ein bisschen weiter weg von Frankfurt. Ich bin auf der bayerischen Seite des Landes. Und dieser Ort heißt Aschaffenburg. Und wir hatten gestern. Also vorgestern hatten wir ein kleines Problem, abends um 18 Uhr hatten wir Stromausfall. Wir waren gerade beim Zocken, so Xbox-mäßig, und alles lief. Meine Frau hat gerade gekocht. Ich hatte Besuch da gehabt aus Stuttgart und wir haben gezockt. Und dann war Strom weg. Ich habe mir erst gedacht, okay, vielleicht hat einer der Nachbarn irgendwas, wollte ein Bild aufhängen oder so, hat die Leitung getroffen. Dann habe ich mir den Sicherungskasten angeschaut, da war leider gar nichts. War komplett tot. Also die Sicherung war noch oben, aber war komplett tot. Naja, was macht man da in so einem Fall? Erstmal abwarten, ob der Strom wiederkommt. Nach 10 Minuten kam gar nichts. Dann bin ich mal langsam so auf die Straße und komischerweise war keiner auf der Straße. Irgendwie haben die Leute sich damit voll abgefunden, dass da kein Strom ist und keinen juckt, so weißt du. Und dann habe ich meinen Nachbarn gefragt, die hatte auch keinen Strom, und die anderen Nachbarn, die hatten auch keinen Strom. Und dann hat mein Vater angerufen und hat gemeint, habt ihr Strom? Und mein Vater wohnt noch mal 4 Kilometer weiter weg. Und der Ort, wo mein Vater wohnt, ist halt ein bisschen größer. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und dann haben wir mitbekommen, dass eine Fabrik gebrannt hat, in der Nähe von Aschaffenburg. Und dass diese Fabrik dann, also da, das Feuer, eine Hochsicherheitsleitung irgendwie, keine Ahnung, zur Überspannung gebracht hat, durchgeschmort hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir keinen Strom. Und das ging dann ohne Scheiß. Ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt. Wir hatten um 18.45 Uhr circa war der Strom weg. Und erst am nächsten Tag, morgens um 9.30 Uhr, hatten wir wieder Strom. Das war krass. Das war natürlich auch mal wieder so ein Moment, den man nicht vergessen kann. Ich hoffe, so in 30 Jahren werde ich dann mal meinen Enkeln oder so, meinen Kindern sagen, ja, da war mal Stromausfall, da hatten wir 18 Stunden keinen Strom. So. Das wäre natürlich klasse. Ich hoffe, dass es nicht wieder vorkommt. Also gut Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Cousin. Er ist Friseur und hat einen kleinen, schönen Laden in Aschaffenburg. Und da gehe ich jetzt gerade hin. Natürlich über Umwege, ist ja klar. Schön ein bisschen Landstraße und so. Und dann lasse ich mir meine Haare machen. Von einem türkischen Barbier. Die Türken können gut Haare schneiden. So, und das war's schon von mir.
Ich hoffe, ich bekomme viele Kommentare von euch, damit ich Bescheid weiß. Ansonsten, wenn ihr weiterhin noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Achso, ich habe auch eine Instagram-Seite. Da könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Die Instagram-Seite betreibe ich aber nicht. Das ist mein Admin. Das ist mein, sagen wir mal, kleiner Bruder. Ist zwar nicht mein echter kleiner Bruder, aber ein kleiner Bruder. Er macht das sehr gerne für mich, hat er gemeint. Und deswegen ist er auch Admin. Also wenn ihr wichtige Fragen habt, dann müsst ihr das ihm auch mitteilen. Dann kann er die an mich weiterleiten. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende, wollte ich schon sagen. Eine schöne Woche. Genießt das Wetter und hoffentlich auf eine gesunde und super lange Saison. Macht's gut. Ich mach los. Bis dann. Euer Tech Decker, Chock Checker.